Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, dann vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Dann seh dich gut. Und ja, ich bin durch gestern wieder ein bisschen motivierter. Also ich meine, immer zwischendurch mal einen Kran komplettieren, das fühlt einfach gut an. Und ja, auch wenn es ein kleiner, ein leichter, einfacher ist in zwei Runden, je nachdem, sofern es halt auch klappt. Aber jeden Tag, neuer Tag, ihr wisst es ja, es kann ja mal so laufen. Ich darf halt einfach nicht vergessen, dass ich auch schon Kräne komplettiert habe, die eigentlich schwierig waren und ich dann halt mit Glück auch ein bisschen rangegangen bin, ein bisschen mit Skill. Aber mal gucken, der hier wird schwierig. Ich glaube nicht, dass ich ihn spielen werde, obwohl ich ihn gerne würde, weil die ganze Kategorie von, oh ja, da war ja was hier, von A Link Between Worlds hat ja 6 Sets insgesamt. 6 Stück. Also das ist halt eins von den neuen dabei gewesen. Aber ja. Hier die Master Hand. Auch nicht so einfach. Ja, ihr wisst ja, Kirby, den könnte ich mir eventuell dann auch holen in 2 Runden, sofern er mir nicht runterfällt. Das wäre zumindest eine gute Alternative. Da haben wir unseren. Ne, warte mal, das war der einzige, bei dem halt keine andere Marke drin war. Stimmt, so war das, genau. Hier ist es ja. Wo halt dieser Link, wo wir den schon haben, genau. Aber ob man die halt spielen will, ist halt so eine andere Sache. Das ist halt, ja, vergleichbar mit dem, ja, mit dem, war das Pokémon? Ja, ich glaube, es war Pokémon, wo halt auch so aufgebaut war mit der Kugel und der, mit dem Zahnrad. Also, das wird schon so eine Sache sein. Die wollen schon vor runterfallen, okay, gerne. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder viele Möglichkeiten, aber dann werde ich halt hinterher dann wieder gucken müssen, was ich spielen will. Das müssen wir am Anfang, okay, alles klar. Gut, dann guck schon mal genauer durch, also bis gleich. So, ja, ich habe mich dann für diesen Kran hier entschieden und das soll auf jeden Fall erstmal ein Ausprobierer sein. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mir nicht sicher bin, ob man hier die Marken hier drüber heben kann. Aber müsste ja eigentlich, weil ich glaube, wenn man selbst wenn man die weggreift und dann die versucht hier zu greifen, wird es schwierig, halt hier reinzukommen. Wobei er kann sich natürlich durchdrücken. Sollte es nicht klappen, dann werde ich den Kirby-Kran spielen mit der Kugel links. Und oder wenn man es halt gesehen hat. Besser wäre es natürlich, wenn ich hier irgendwie schaffen würde, so reinzugreifen, dass die gleichzeitig hier oben fällt und halt die Marken hier lockert. Dass man sagen kann, eins, dass dann die vielleicht noch die mit rübergehoben wird. Dass dann entweder, ob die runterfällt oder nicht, dass man die jetzt als zweiten Griff hat. Und hier als dritten Griff. Aber ich glaube fast schon nicht, dass es so einfach sein wird. Absolut nicht. Na gut, dann hoffen wir es einfach mal. Vom Greifen her soll es ja an sich kein Problem sein, wenn er ein bisschen tiefer gehen würde. Ne, da hebt er nicht drüber. Ja, als hätte ich nicht reingegriffen. Ach ja, aber gut, man hätte auch schon denken können, dass diese Breite hier nicht breit genug ist, damit der Greifer reingreifen kann. Also hier muss man wohl echt mit 4 Runden dann dran. Okay, gut zu wissen. Wie gesagt, dann hole ich mir den Kirby. Wo ist er denn? Sofern ich halt auch gut reingreifen kann, weil wie gesagt, ich muss ja erstmal hier den Stern weggreifen und dann habe ich hier freie Bahn. Dann hoffen wir es einfach mal. Ich meine, der Stern sollte sicher eigentlich kein Problem sein. Aber es wird vermutlich sein, dass ich den jetzt nach links schiebe, gell? Ja. Dann ist natürlich schwierig, ob ich den dann halt kriegen werde. Na, alles klar. Zumindest haben wir ein paar von diesen komischen Kristallblumen, Sternen, was auch immer. Und dann hoffen wir, dass wir zumindest beim Training etwas halbwegs Gescheites haben. Nicht so wie die letzten Tage, weil ja, der gestern war ja auch nicht so toll. Wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn es gut geklappt hat wie war das gestern? Ich bin schon wieder verpeilt, welchen Kran hatte. Ich denke halt immer noch an diesen einen Blockkran, einen Kugelkran mit dem Zahnrad. Aber dann gucken wir einfach mal. Coco, also ja, wollte gerade sagen. Hier ist heute Getränkskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Naja, nicht unbedingt jetzt so viel besser als die anderen Kräne. Ich bin echt kein Freund davon, weil man hier mindestens eine Runde erstmal reinhauen muss, um die Marken zu lockern. Und die lockert sich noch nicht mal, indem man die Bombe dran wirft. Naja, gut. Problem ist halt jetzt nur, wenn ich jetzt hier die Bombe hinwerfe, dann stößt die hier gegen die hier und die bleibt dann übrig. Heißt, wir brauchen dann mindestens 3, damit die mal weg verschwindet. Aber vielleicht weg verschwindet, ja, also dass sie halt runterfällt. Und das hoffe ich mal, dass die gleich mit runterfällt, wenn ich die hier reinwerfe, sofern die halt auch hier durchpasst. Müsste ja eigentlich. Na, okay. Und jetzt ist genau das passiert, was ich gedacht habe, genau. Und jetzt natürlich die andere Sache mit der Angriffsfläche. Ihr seht es ja. Ich müsste eigentlich die Bombe irgendwie hier zwischen reinkriegen, was nicht der Fall sein wird, damit halt die Marken nach links fliegen und ja, was soll's. Ich habe vor solchen Grenzen sowieso ein bisschen Angst. Das ist jetzt die Frage.
Könnte natürlich auch hin. Nee, ich habe überhaupt keine Angriffsfläche. Ich meine, ich könnte jetzt hier hinwerfen, dann wird die vielleicht nach links fliegen, vielleicht. Die wird nur in die Luft springen. Ich könnte hier hinwerfen, dann könnte es sein, dass sie mir vorher runterfällt. Und die würde dann, wenn die hier explodiert, auch hier gegenstößen. Also ich habe eigentlich nicht wirklich Angriffsfläche, bin ich ganz ehrlich. Na egal, was soll ich machen? Ich glaube, die beste Möglichkeit ist wohl, dass ich hier die Bombe hinwerfe und hoffe, dass die dann trotzdem mit drüber fliegt. Irgendwie. Ich glaube es zwar nicht, aber gut. Na, okay, doch. Dass sie da unten da noch links fliegt, das hätte ich auch nicht gedacht. Absolut nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt macht wohl der beste Sinn, dass ich die Bombe hier abprallen lasse, dass die hier explodiert, dass die möglichst hier nach rechts geschoben werden. Weil hier drauf zu werfen ist ein sehr großes Risiko. Ihr seht es ja. Das heißt, ich könnte es schaffen, dass es hier die reinkullert. Aber ich glaube schon fast nicht. Und wenn ich halt hier dagegen werfe, muss die halt wirklich hier hindopsen und nicht hier vor abprallen. Na gut, gucken wir einfach mal. Ah, okay, aber ganz, ganz knapp. So, und jetzt halt dasselbe nochmal auf der Seite hier. Oder? Ne, ich mache einfach nochmal. Ich mache es einfach selber nochmal. Na. Okay. Aber das ist halt auch das Problem. 5 Runden und wann hat man die? Und das ist natürlich dann halt die letzte Marke in der Mitte gewesen. Aber immerhin hat es geklappt mit dem Komplettieren. Das ist ja auch selten der Fall, dass es überhaupt mal klappt. Immerhin haben wir dann eine Runde. Und hoffen wir, dass ich den Kirby kriege. Und man merkt in letzter Zeit wirklich, das Game ist immer so drauf, ja, wenn ich nur eine Runde brauche. Wobei, nee, es war schon anders. Es war schon anders, okay. Ich habe schon wieder überlegt gehabt. Ich hatte ja einmal einen blauen Bonus mit 10 Runden. Na, Bobby, lass es mal durch. So, da sind wir und dann hoffe ich mal, dass es klappt. Ich meine, ich brauche nicht viel zu erklären. Ich muss genau an die Wand kommen und dass der Greifer möglichst tief greift und sie nicht vorher fallen lässt, sofern er sie überhaupt gegriffen kriegt. Das kommt natürlich noch dazu. Dann hoffen wir es einfach mal. Na, es war ein bisschen zu früh, aber vielleicht. Na, ich glaube nicht. Ich glaube schon fast nicht. Nein. Ah. Ich glaube, das lag auch wirklich schon damit dran, dass die zu weit an der Wand war oder ich halt noch ein bisschen an die Wand hätte näher dran gehen müssen. Da muss sie halt wirklich tief genug greifen, weil das sieht man auch immer, wie viel Platz halt noch zwischen dem Kran ist, also zwischen der Marke und der Kranmitte, dass er die halt nicht tief genug gegriffen hat. Ist wieder ein Fehltag, aber was wir machen? Ich meine, besser, ja gut, ein bisschen besser hätte es sein können mit dem an der Wand kommen, aber ja, das ist halt der Nachteil, wenn halt die Marke ganz an der Wand liegt. Na gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt, auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist, weil es kann ja immer gut sein, dass bei euch die Marken dann wieder ein bisschen anders fallen als bei mir. Und dass es dann vielleicht geklappt hat, in 4 Runden zu komplettieren irgendwie. Aber es ist halt immer so eine leichte Glückssache, ihr seht es ja. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.